Das Innenlager sitzt jetzt perfekt. Fertig. Moin zusammen. Ich bin der Sebastian von Contech und heute zeigen wir euch einen super einfachen Weg, Pressfit-Innenlager einzubauen. Bei der Montage herkömmlicher Pressfit-Innenlager benötigt ihr dazu Folgendes. Ein Innenlagerschlüssel, ein Einpresswerkzeug, ein Innenlager, ein Innensechskantschlüssel und ein Ringschlüssel. Zuerst einmal schauen wir, wo sich beim Innenlager die Antriebsseite befindet. Die Seiten sind in der Regel immer gekennzeichnet. Nun bereiten wir das Einpressen des Lagers vor. Als nächstes können die Lagerschalen und das Einpresswerkzeug entsprechend eingeführt werden. Nun können wir mit dem Einpressen der Lagerschalen beginnen. Das Lager ist eingepresst, erledigt. Es geht aber auch noch unkomplizierter. Unser neues BoxFit-System. Hier bei unserem neuen BoxFit-Innenlager handelt es sich um ein System, bei dem ihr bei der Montage nur noch einen Innenlagerschlüssel, das Innenlager und Schraubensicherung benötigt. Richtig gehört. Ein Pressfit-Lager, bei dem ihr kein Einpresswerkzeug mehr benötigt. Dank einer durchgehenden Innenlagerhülse im Lock-On-Design können beide Seiten einfach miteinander verschraubt werden. Und wie das Ganze in der Praxis aussieht, das zeige ich euch jetzt. Zuerst einmal schauen wir, bei welcher der beiden Lagerschalen es sich um die Antriebsseite handelt. Damit das Ganze nicht später eventuell irgendwie knarzt oder knackt, tragen wir jetzt einfach Schraubensicherungen auf die Lagerschale auf. Nun führen wir die Lagerschalen in das Innenlagergehäuse ein. Jetzt ziehen wir das Ganze mit dem Innenlagerschlüssel fest. Durch das Lock-On-Design ziehen sich jetzt hier einfach beide Seiten in den Rahmen rein. Sprich, ihr habt keinen Verkanten mehr. Dadurch, dass wir vorhin hier noch die Schraubensicherung aufgetragen haben, gleichen wir damit ganz einfach Unregelmäßigkeiten im Rahmen, die ja durchaus mal entstehen können, halt einfach aus. Das Innenlager sitzt jetzt perfekt. Fertig. Unsere BoxFit-Innenlager gibt es in allen gängigen Achsdurchmessern und Standards. Sprich Holotech 2, SRAM GXP und SRAM DUB. Natürlich auch als Schraubinnenlager in Form unseres BSA BoxThread Innenlagers. Eine Übersicht zur kompletten Serie findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten könnt ihr gerne eure Fragen wieder in die Kommentare schreiben. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!